Willkommen zurück zu Minecraft Cave Horror Project. Oder wie auch immer wir das nennen. Ja. Hoppla. Weitere Folge. Wir bleiben mal noch ein bisschen in der Overworld. In der Höhle waren wir jetzt erstmal genug und haben ja Eisen. Aber vielleicht gehen wir mal erkunden und uns mal ein bisschen die Nacht anschauen demnächst. Richtig, das ist der Plan. Weil wir immer noch auf den Big Bad warten. Bisher hatten wir nur einen Encounter mit dem Knocker, der hat sich aber seitdem auch wieder nicht, auch noch nicht wieder blicken lassen. Und halt die ganze Zeit die Herobrine, der aber halt nichts anderes tut, als uns die ganze Zeit zu jumpscaren und beobachten. Aber die richtige Bedrohung, die uns auch wehtun können, hatten wir noch nicht. Dieses Modpack eben auch so legendär gemacht haben. Nämlich den Herren vom Titelbild zum Beispiel. The Man from the Fog. Und da heißt das Modpack auch so. Und es kann ja nicht sein, dass wir den namensgebenden Dude noch nicht getroffen haben. Und da der aber, glaube ich, nur Mitternacht kommt, würde ich das mir ganz gut aushebeln. Vielleicht hat er den auch genervt, kann auch sein. Ich glaube, im Original ist der auch, kommt der nämlich auch am Tag. Das, was ich gesehen hatte. Aber es ist eine ältere Version gewesen. Vielleicht hat sich das schon auch geändert. Der wurde insgesamt genervt. Ich weiß nicht, was für einen Sinn das macht, hier Sachen zu nerfen, weil es ist ja eine Challenge, der man sich freiwillig unterzieht. Es ist nicht so, als gäbe es hier eine E-Sports-Liga. Hast du das recht. Also, oder wenn, dann sollten wir uns vielleicht einstellbar machen. Wie sehr willst du abgefuckt werden, so? Ja. Und dann gibt es wahrscheinlich immer noch Leute, die Schwanzvergleich machen. Ja, ich habe das auf Hardcore-Einstellungen und ich habe 78 Nächte überlebt. Gibt's doch immer. Meine Mutter wäre stolz auf mich. So, ich habe noch mal eine Menge Eichenholz gesammelt. Aber bin mir immer noch unschlüssig, was ich damit anfangen soll. Also konkret jetzt. Die Wälder weichen zurück und Isengard hat einen neuen Bauplatz. So fühle ich mich gerade. Der Tengen der Hobbits zu Isengard. Der Hobbits. So, wir haben dadurch, dass ich jetzt auch noch einen Zugang zum Turm quasi schaffe, auch einen Dachboden, weil auch immer wir den brauchen. Der hat auch keine Fenster, der Dachboden, aber sicher. Oh, also, Ja. kann
kannst so ein Panic Room draus machen. Gehen wir einfach nur rein und verstecken uns. Der Kamin ist halt hier eher nicht mehr passend jetzt, weil ich da jetzt einen fucking Turm drauf baue. Naja, da müssen wir auch aufpassen, dass wir da nicht reinkullern, habe ich schon gesehen, als ich einmal halb hochgelaufen bin. Also ich baue fucking hässlich, aber ist nicht. Ja, es ist, wie gesagt, total egal. Ich versuche ihn trotzdem ein bisschen zu verkleiden dann im Endeffekt, aber. Jürgen guckt dich gerade an. Gerade oben gesehen. Ah. Soll er doch. Mir kann man nichts abgucken. Kann man eine neue Axt bringen, wenn er schon da ist. Echt so, ey. Kann man was arbeiten? Die Arbeit, ihr faulen Mann. Hat mich bisher auch zurückgehalten, die Villager zu exploiten. Lustigerweise dem Kotter, also von dem, was wir machen, mal so direkt ein Ding zu sehen. Die amerikanischen YouTuber, die ich ja öfter jetzt hier ein paar anguckt hatte, Inspiration. Ja, beide, also glaube ich zwei verschiedene. Plus eine Gruppe von plus zwei Deutsche, die es ebenfalls schon kopiert hatten, quasi. Allesamt, also nicht die zwei Deutsche, die haben genauso auch nicht gerade, also die haben auch vor allem auf Funktionalität gebaut. Aber ja, beiden Amis hatten nach Tag 10 oder 5 oder so schon übelst die nice Basen stehen. Dafür, dass es halt einfach so ein Überlebensmodpack ist. Ja, wenn man es erzwingt, kann man das auch schnell haben. So. Wir spielen jetzt auch nicht sehr effizient, aber man könnte ja auch, wenn man mehr speedrunnig unterwegs ist, könnten wir schon mehr geileren Scheiß haben. Aber wir könnten auch schon schönere Hütten haben, wenn wir nur aus Holz und Eisen bauen würden. Also, ja, also, ich habe jetzt hier dieses Bau... dieses Baumuster für meine Base rausgezogen, hat es dann innerhalb von 10 Minuten hat es dann stehen gehabt. Hm. Soll ich schlafen gehen? Wird gerade irgendwie ultra fast dunkel bei mir. Ja, okay, wir gehen nochmal schlafen. Achso, nee, stimmt, wir wollten ja fighten. Wir können das jetzt machen. Sind Turm denn fertig so halbwegs? Weil ich habe die Mauer noch nicht gebaut. Eigentlich nicht, aber wir können nur von draußen hoch. Hi. Lass unsere Villager in Ruhe. Ah, da kommt Eisengolem, hilf. Junge, ist der fickerig. Der ist gleich tot. Ich. Guck mal, der eine hat's ins Boot gesetzt. Nice. Was sind das für Dinger? Moons? Nee. Okay, gut. Okay, wir haben ja hier, wir sind ja safe. Hier ist unser Bett. Ist tot. Also, gut, Eisengolem hat uns jetzt hart geholfen. Aber Mann, meine Frisse waren nicht schwer zu bekämpfen. Okay, wir merken, wir müssen unsere Umgebung auch noch ausleuchten. Ja.
Aber ist auch ein guter Punkt, um zu prüfen, was haben wir jetzt vor, ne? Also ich habe den Wald weiter reingerodet, das heißt, wir haben hier noch ein bisschen mehr Platz. Ist die Frage, wie weit wir uns ausdehnen wollen. Also wie gesagt, ich würde einfach eine Mauer bzw. einen Zaun ziehen. Oh, hier leuchtet irgendwas. Wie die Motten zum Licht. Ich kann keine Lichtquelle ausmachen. Ich auch nicht. Okay, also. Ist hier jemand graben? Feeling watched. Okay, warum habe ich das Gefühl? Hey, er macht Custom Achievements hier. Lass mal zurück zum Weg. Ja, aber die Frage bleibt, also, wie viel Platz wir brauchen. Ja, liebe Zuschauer, geht hier unser Vollbild, so sieht ihr wahrscheinlich gar nichts. Ja, es ist wirklich sehr dunkel. Da hinten sind Augen im Wald. Guck mal nicht rein. Aha, er ist da. Lars, guck da auf den Baum. Rechts von uns. Diese zwei Augen da, die weißen. Das ist der Grimse-Face. Oh, Achtung. Ich hab Schaden bekommen. Ich werd beschossen. Nee, unter dir. Ah, ach so, Maggots. Ja, der Man from the Fog ist da. Guckst in seine Richtung, genau. Meinst du, da ist auch noch ein Augenpaar im Wald? Ja, ich meine aber links Höhe. Auf dem Baum. Ah, ja, jetzt sehe ich das Grinsen, ja. Ich hab noch... Oh, hi. Achtung, es geht los, Lars. Da ist er. Okay. Oh, der One-Hit, der two-hit mich. Ja, vor allem... Eisengolem, hilf. Vor allem, er hat eine Animation, ich kann ihn derzeit nicht schlagen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Mein Schild geht gleich kaputt. Hattest du eine Jumpscare-Animation? Ja. Okay. Das Problem ist, der ist in der Zeit leider immun. Aber ja, der war die ganze Zeit ja irgendwie immun. Da kommt eine Spinne noch und noch so ein Wobbelding. Eisengolem, hilf! Ich hab kein Schild mehr. Alter, die Spinnen! Animation! Okay, ja, das war auf jeden Fall der Man from the Fog, wir haben das erste Mal gesehen. Den gibt es also. Er ist nicht buggy. Wer bist du denn? Ein Bloater? Alter! Warte, ne, ein Zombie-Clown, okay. Ne, ist nur ein Clown. Jawohl, gib ihm. Hat den Vorschrift Life turned out to be a comedy erzählt. Ja, wahrscheinlich, wegen Clown töten. Wollen wir mal, mal schnell zurennen, sobald du wieder fit bist? Ja, ich mach mir mal schnell einen neuen Schild. Ich hab uns Holzkohle bekommen von irgendwie. Ein Zombie wahrscheinlich. Ich brauch mal was zu essen. So. Der Man from the Fog hat, glaube ich, nämlich verschiedene Verhaltensweisen. Zumindest habe ich das schon in Videos gesehen. Kommt nichts dafür. Der kann auch nur gucken. Das hat er jetzt kurz im Moment gemacht, dann war er aber sich übertrussig und wollte angreifen. Schau mal. Ich bin ready. Okay. Lass mal auf die Augen zulaufen. Oh, jetzt sind die Augen weg. Ich wollte gerade die Augen zulaufen. Hier steht ein Riesenvieh. Also riesige Skeletten. Dafür sollte gehen, da brauchen wir echt einen Bogen. 50 Leben. Geil, Eisengolem, du machst das. Ewiges Duell. Nein, ich hab den Eisengolem geschlagen. Okay, RIP, Tobi. Sag mal, er ist der Tod. Es wird wahrscheinlich mein erster Tod sein. Okay, ich hab den Thrasher. Wenn ich laufe, einfach mal weg. Ich weiß nicht, ob der deaggrot mit der Zeit. Ja, ich hab. Aber an sich findet er es auf jeden Fall nicht geil. Ja, er ist eh gerade abgelenkt mit dem Skelett. Mich meinst du nicht, ne? Wir haben keine gemeinsamen. Ja, ja, chillig. Aber der Eisengolem macht doch nicht mehr so lange.
Ja, die Man von der Fork hat ihn nicht interessiert. Nee, leider nicht. Hier steht noch irgendwas neben unserer Base. Es ist auch ziemlich groß. Aua. Problem ist, bei Outspunkt bringt mir der Dunkelheit aber gar nichts. Das sehe ich nichts. Oh, da ist ein Bomber. Oh, oh. Und er explodiert. Okay, es wird Zeit, der Highlander zu sein. Ich probiere mal die Axt aus. Ist ja nur aus Holz, aber egal. Achtung, so ein Bienentyp. Ah! Er hat mich mit Honig bespritzt. Mhm. Den müssen wir aufladen, die Axt. Ja, die braucht ein bisschen länger. Ah, ist die Frage, ob man die hätte domestizieren können, die Bienen. Ja, der Eisengolem ist weg. Kann sein. Kann sein, ja. Oh, was ist das denn? Das war das, was hinter unserer Base stand. Der hat auch relativ viel Leben. Tobi, du musst mir helfen. Wenn ich denke, nicht spammen. Ja, ist recht. Der Nocker ist da. Ja, erstmal hier. Wieso, du warst echt so ungeduldig. Baby-Skeleton will aber auch mich. Ich wurde gejumpscared. Alles klar. Zwar erste tot, Man von the Fog, angeblich. Ich habe auch nicht kommen gesehen jetzt. Gut, Baby-Skeleton ist ein Dings. Es ist schon eine Menge los hier. Ich finde es mit den Gräbern sehr fair. Ich habe einen Status-Effekt. Ich bin gecursed. Aber es wird doch langsam wieder Tag. Wir haben die Nacht überlebt. Also nicht ganz, aber ein bisschen. Nee. Hinten fliegt noch ein Kopf in der Luft. Ah nee, das ist ein Fliegeding. Ja, da haben wir aber ein bisschen gezeigt, dass das... die Korpsflies und Born Chaos, die normalen nicht. Ja, ein bisschen gezeigt, was das Modpack noch so beinhaltet. Einiges auf jeden Fall. Also, der war ja ganz schön. Was ist das hier für eine Staubwolke? Effekt bei mir ist ja keine. Ah, ist ein Grafikbug. Ja. Oh, hey! Schöner Morgen. Ich wäre im Kampf mit diesem Ritter, habe ich den Nocker noch hinten auf dem Baum sitzen sehen. Mm. Ich habe übrigens so Villager vier haben jetzt beide weiße Augen. Ja, ich hoffe mal, die beruhigen sich nochmal. Ich würde uns anfallen, wenn sie nicht hinten am Baum sitzen würden. Wenn ich mit dem trade, steht da auch Possessed Villager. Mal gucken. Also ich habe 4 Piece of Dark Metal bekommen von dem Ritter und ein Smithing Template. Ein Upgrade für Dark Metal. Applies to Neverwhite Equipment. Dafür kriegt man eine Dark Metal Armor Plate. Ja, aber das sind nur kosmetische Items, diese Armor Template. Zumindest in Vanilla Minecraft. Aber wenn es ein Schmiedetemplate ist. Ja. Okay. Das ist das, mit dem du diese Farbmarkierung in deine Rüstung webst. Er sagt, Dark Metal Ingots werden dafür gebraucht. Oh, ich werde von einem Schwarm getötet. Was ist das denn? Ja, keine Chance, den Movement technisch auszuweichen, ey. Was seid ihr hier? Die haben auch ganz schön viel Leben, also ich würde es nicht machen. Ja, auf dem Tour bin ich bei denen nur geschaut, nicht, weil die fliegen können. Mhm. Ich hätte die Tür jetzt zugemacht, Lars. Versuch sie mal wegzulocken, aber die wollen dich auf jeden Fall. Die liegen ums Haus rum. Die kommen hier schon gleich rein. Sieht noch nicht so aus. Ja, da sind sie!
Die haben Flug-KI, die wissen genau, wo sie langfliegen müssen. Wer bist du? Auf so einen Bomber. Und die tu was! Er ist weg. Der Hund guckt nur dazu und lässt mich töten. Jetzt ein Bogen, ey. Ja, selbst mit dem kannst du nicht genug DPS raushauen, so schnell wie die kommen. Aber jetzt haben wir so noch einer. Dieser Nachruf ist beim... ist auch viel zu viel. Kann man wegmachen. Okay. Jetzt bleib doch mal still. Ich weiß nicht, wo er ist. Er läuft durch die Wand. Hab ihn. Okay. Okay, die lassen auf jeden Fall Everfruit Spirits fallen. So, das ist. Ja, hab auch einen. Jetzt sitzt der Hund. Ja, das kann man ändern. Siehst du mal, wenn der am Ende vorkommt, bleibt ihr auf dem Boot. Das konntet aber alle. Ja, glaube ich jetzt nicht, aber. Ja, ihn willst du nicht kontern, aber ist trotzdem lustig. Stell mir den Mende Fock vom Fock gerade im Boot vor. Ja, wäre schon lame, wenn der davon gefangen wird. Oh, ein neuer Eisengolem ist gespawnt, das ist aber schon mal gut. Wie hässlich dieses Gebilde aussieht, was ich gefahren habe. Ah, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ah, du frisst gerade Äpfel. Okay. Ja. Ich habe gerade gewundert, wo alle unsere Äpfel hin sind. Ist ja unnötig, du könntest auch einfach Kartoffeln oder Weizen essen. Weil Äpfel sind schwieriger zu farmen. Okay. Im Smoker sind Kartoffeln. Sehr gut. Ja, Musik kann sich jetzt auch wieder beruhigen. Ich glaube, das mit einer Eisenfarm bauen wird für mich heute auf jeden Fall nichts. Erstens ist es hier zu stressig und zweitens haben wir auch noch nicht die Materialien dafür. Die Zeit des Tages haben wir jetzt eigentlich schon vertrödelt. Gar nicht mal so viel, es ist erst 5 Uhr morgens angeblich. Oberwald-Erkundung machen? Ja, sofort. Ich mach gerade das Feld fertig und dann einmal alles in die Kisten schmeißen und dann wäre ich ready. Ah, Villager sind wieder normal jetzt.
Jo, ich wäre ready. Alles klar. Okay, gut. Machen wir noch schnell ein neues Schwert und dann. Hast du jetzt eigentlich schon ein Eisenschwert? Oder? Ich habe eine Eisenaxt. Das ist okay. Shattered Skull. Da böllern gerade noch ein paar Kartoffeln durch, wenn du dich noch aufstecken willst an Food. Weil ich esse Brot, dann isst du Kartoffeln. Ja. Und umgekehrt. Oder umgekehrt so. Beides geht nicht. Okay. Ich nehme gerade ein Weizen mit, damit ich im Zweifel eine Kuh mitnehmen kann oder eine Kuh anlocken kann. Kann man diese Todesnachrichten irgendwie wegmachen? Hast du schon rausgefunden? Ja. November. Ah, sehr gut. Wegpunkt. Ganz kurz eine Sache noch umstellen, weil das geht nicht getriggert. War ganz unten. Okay. Jo, I'm ready. Gut. Richtung ist egal. Wir kommen aus. Wollen wir Betten mitnehmen? Stimmt. Oder wollen wir kämpfen? Nein, das ist doof, weil dann sterben wir ja. Oh, da ist noch eine Axt. Ich nehme aber noch das Feuerzeug mit, glaube ich. Man weiß ja nie. Wir haben noch Weißwolle, ja, genau, okay. Herobrine. Achso, ne. Herobrine stand gerade direkt vor der Tür. Splinger. Gut. Wir kommen aus. Also ganz ursprünglich kamen wir aus Südosten. Minimap gesehen. Weiß ich. Kann die Map irgendwie groß machen? Du kannst die irgendwie größer, ja. Ich weiß noch gar nicht, Taste. Stand auf jeden Fall irgendwie. Ich kann bestimmt irgendwie rauszoomen. Auf Hashtag kann man die größer machen, auf jeden Fall. Ah. Hashtag. Aber das. Ja, doch, vergrößert auch ein bisschen den Ausschnitt. Südosten sieht aus, als gäbe es da doch mehr Wald, so grüner Wald und nicht so herbstlichen wie hier. Aber ja. Da kommen wir, glaube ich, ursprünglich mal her. Aber wir haben auch jetzt Sunset, also wir haben 10 Uhr, 10 PM. Ja, wir müssen da pennen eigentlich. Ja, ja. Dann gehen wir halt von hier aus los. Sollte schon passieren. Sogar funktioniert. Guck mal, er hat uns beim Pen zugeschaut. Der Hero Brian. Ja, süß. Ja. Geh du vor, weil sonst fühle ich uns wieder sonst wohin. Achtung, warte. Brauchen wir denn. Also, worauf achte ich? Gelbe Blümchen brauche ich nicht. Oder? Oh, aber mit November hätten wir natürlich selbst auch einen Wegpunkt mit der Homebase sitzen können. Na egal. Kackdammit. Na, stimmt, ja. Man sieht auf der Map ja auch unser Base ist immerhin, aber. Der Tomb wird da auch drauf angezeigt. Ja, ich mach's trotzdem mal. Gehen wir eins dieser neuen Biome. Also klar, das sind alles neue Biome. Ich sollte mich genauer ausdrücken. Der Horror-Biome. Gut ist, dass du jetzt eine Rüstung drehst, du siehst nicht mehr aus wie ein scheiß Creeper, ey. Jetzt mal, wenn ich dich sehe, ey, dann genervt. Was willst denn du jetzt hier, ha? Kollege. Ja, tut mir ja leid, dass ich dieselbe Farbe habe.
Sand. Na, falls wir mal eine Glasscheibe brauchen oder so. Bisschen Glas schadet nie. Aber gut zu wissen, dann können wir hier hingehen, wenn wir noch mehr Glas brauchen. Tun wir schon wieder Eis. Ja, Eis werden wir wahrscheinlich weniger brauchen, aber ja. Aber die Hälfte der Map ist. Der Hälfte der Map ist ja aus Schnee und Eis besteht. Wenn du dich erinnerst. Ah, okay, ich hab vergessen, dass ich Feuer machen kann. Aha. Ah, hier ist so ein. Oh, Lava. Lava könnte ich gebrauchen. Black Alkylate. Aha. Stimmt, wir sind ja ein Portal. Ja, auch generell für ein paar Sachen. Auch zum Kämpfen eigentlich. Jetzt habe ich halt kein Wasser dabei, aber was soll's. Aber Loot gibt's hier keinen, ne? Nö, ich glaube, da ist nur Lava und halt das Ding selbst. Manchmal sieht es ganz nice aus, aber da wenig. Mega die Bauseason haben. Weil diese Pilze trotzdem nichts. Schweine, guck mal, nicht verkehrt. Hier wenn dem Cobblestone-Blöcke, ey. Biomes o' plenty. Ein bisschen was. Ein Lavasee. Hier sogar bei einem Clean Stone. Auch interessant. Das ist ein Dorf. Ein Schafe vor allem. Die gönne ich mir mal. Zick, zick. Pferde. Oh. Höhlen. Hat das leuchtende Augen, was da schwimmt, das hängt zu gucken. Das sieht aus wie ein Piranha. Also, oder wie ein böser Piranha, auf jeden Fall wie so ein Fantasy-Beißer. Was seid ihr? Oh, was schwer. Der Alex. Moin. Wir sind gekommen, um zu raiden. Armseliges Dorf. Jo, die nimm mit, ey, die sind nice. Willkommen, um zu raiden. Das Ende dieser Zeit. Krähe am helllichten Tag. Oh, die tut nichts. Alter, hier, ist viel hier sind viel Äpfel und Kartoffeln und Brote. Sehr gut. Fassen. Bibliothek. Bücher. Why not? Auf jeden Fall. Nimm mit. Ja, komm, Lesepult auch einstecken. Scheiß drauf. So.
konnten Alex auch. Es wirkt manchmal so, als wären diese Gläser hier milchig, die Fenster. Dabei liegt es halt einfach an dem Nebel, der draußen ist, aber cooler Effekt. Ja, aber es gibt ja auch so gefärbte Gläser und so. Oh, ich habe wieder einen Effekt. Geruch des Minus. Eine Waschbär hat übrigens gerade leuchtende Augen gehabt. Ich glaube, es normal war bei den Waschbären. Aha. Also anscheinend rieche ich gerade irgendwas Besonderes. Da hinten ist eine komische Struktur des Dorfes. Sagen, was ist das denn? Okay, es geht auf, wenn man hier kommt. Interessant. Schwarze Kerzen. Grave Digger. Nein, kann man da irgendwas reinmachen? Ossuary, ja. Keine Ahnung, was ein Ossuary ist. Ich kenn's auch nicht, das Wort. Kommt bestimmt aus Massachusetts. Aber cooler Effekt, dass es aufklappt. Mm. Das ist bestimmt irgendwie ein Opferaltar, wenn man da drei Knochen reinwirft, dann spawnt hier irgendein Ultraboss oder so. Ja, von der Graveyard-Mod, die hat auch dieses Graveyard-Biom. Also ich glaube, dass es vielleicht wirklich ein Boss ist. Aber wie, keine Ahnung. Oh, aber was ich euch mache, ich klaue euch hier die Bauernblöcke, Kollegen. Die schwarzen Kerzen sind ja auch ganz nett. Ja, wenn du meinst. Guck mal, das ist anders gebaut. Geiler Kuppen. Alter, hier ist... Komisch, das ist ganz viel Kaninchenfelder und so. Float Bade. Hallo? Hier wohnt ein Geist. Hm, was macht dich aggro, wenn ich hier jetzt anfange, was abzubauen? Ach, der Vogelscheuche. Also der hat 60 HP, das ist ganz schön viel. Ich platziere mal gerade mein Bett hier. Hört ich das? Ich dachte auch, dass der viel Acker wird, wenn du so ein Feld abbaust. Ich wacht ja auch einfach wie der Ding des Dorf und der ist eigentlich nett. Ja, ich nehme an, das wird eine Variation des Eisengolems sein mit bisschen weniger AP. Und sehr groß. Erdbeben? Mhm, irgendwie so in die Richtung. Mir kam gerade eine Idee, aber die macht dann also nicht zum Playthrough, sondern insgesamt. Gut, stellen wir später. Links sind Augen. Ich schwimme aber in der Luft, kann das sein. Ja. Hey, Brian, geht's dir gut? Hast du irgendwie deinen Körper verloren? Oh, die beängstigen Augen. Ja, laut Map. Ich meine, das muss ich sagen, die Minimap ist auch ein bisschen Cheat, weil wir jetzt halt sehr weit schon vorausgucken können, was da kommt. Geflüstert. Das ist normal. Naja. Ich weiß auch nicht, ob das ein echtes. Ah, da hinten. Ah, guck mal, da hinten. Ah, es ist, ja, es ist der Mond. Ja, genau, das meinte ich das letzte Mal. Es kommt mir so komisch vor. Ja. Ja. Es wird immer größer, ja. Es sieht schon ein bisschen scary aus, aber ja, es ist der Mond. Guck, ob Hero Beine Schlafen verbietet. Ach, vorhin hat er uns auch so geguckt. Ah, der Locker. Okay, war noch ein Jumpscare. Er ist wieder gegangen. Mhm. Dieser Nocker, naja, kotzt mich so an. Das ist mein Bett eingesammelt. Jetzt wieder ein Kreuz oder so. Ja, lass weiter in den Orden, oder? Ja, mir egal. Und weiter in grüne Länder. Hier ist ein Aber Wald. Sehr wenig Tiere auf jeden Fall generell. Ja, ja. Ich hab auch Angst. Hm. Oder so. Aber wir wurden halt schon getötet. Was sind das? Ich dachte, was steht denn da? Kühlschränke? Sind auf jeden Fall Tiere. Könnten auch SUVs sein, ich bin mir nicht sicher.
Die SUV-Wiese gewonnen. Das ist ein Bison, oder? Das? Wasserbüffel oder so? Ja, die Hühner, wie sie aussehen. Ja, die haben Irokesen. Also ich würde mich mal einfach nicht mit denen anlegen. Ja, die geben schon viel Fleisch, aber ja. Wobei man... Wow, war der gerade schnell. Man kann ja mal so ein bisschen antesten. Aber gebraten schmeckt... Davon. Ja. Mmh, lecker. Steaks. Und 2 Bisonfell. Warum nicht direkt Leder? Wir brauchen Leder für die Bücher. Ja, da ist ein Vogel. Also ein richtiger. Okay, was ist das? Stehen ein paar Kerzen und so ein Pumpkin rum. Infernal Evil Pumpkin, Born in Chaos. Sollte man das mitnehmen? Sollte man den überhaupt abbauen? Weiß nicht. Ich schnapp mir die Schafe. Oh, hier ist sehr tief. Das ist tot, wenn man runterfällt. Hier sind noch viel mehr Bisons. Bisschen cheesy, ne? Aber... Der Pack ist auch cheesy. Gegenüber uns. Vielleicht diese Kreuze da, die da random rumstehen. Süßes ist, der Schafe jetzt Ohren haben. Oh. Wenn die geschert sind, schlappen sie Ohren so rum. Ja, komm, das dauert zu lang jetzt hier mit der Lava. Ist das auf der Map, das interessiert mich. Dann gehen wir laufen jetzt das nächste. Das ist ja ein Steingebilde. Oh. Ja, rechts sind Bienen. Sonnensteingebilde. Oh. Ja. Richtig huge. Ist das ein Mage Tower? Ja, wir können ja mal davor die Betten setzen. Ja, vielleicht sind da auch einfach nur diese Raider, aber. Ich glaube, Vanilla ist das nicht. Da läuft was. Sieht aus wie ein Illager, ja. Aber nee, ist das eine Rüstung? Hm, er hat uns gesehen. Ah, das ist so ein Dornite, habe ich schon mal in der Höhle gesehen. Nice, Karotten. In jedem Fall. Okay, Mart. Reinlösen. Ich gehe mal drumherum, ja. Wenn noch irgendwo wer steht. Smaragd und Smoked Flash. Ja, scheint clear zu sein. Was mag der schon? Ganz viele Kerne. Auch Kürbis. Ja, da sind ganz viele Samen. Ja. Gehen wir mit Schild erhoben nach oben. Ah, hier sind Spawner. Soll ich die mal deaktivieren? Ja, ich denke schon. Kommt drauf an. Oh, was runtergeschoben? Kommt drauf an, was für ein Spawner, aber. Spirits. Okay, Monsterfleisch, Goldbarren. Was man Monsterfleisch macht. Wieder irgendwo was gespawnt. Hier oben sind Spinnen. Auf jeden Fall.
Oh, Bücher, ja, nice. Ja, komm, Eisenbahn ist ein wichtiger, ist das komische Ding. Neunzehn Bücher haben wir schon. Nein. Komm mal hoch. Das ist noch ein Spawner. Wird ein Spinnenauge und so. Das sollten wir mitnehmen. Generell, die Cobweb könntest du mal noch abbauen für ein paar Strings, damit wir uns Bögen craften können. Gute Idee, und hier ist auch schon die Spitze. Okay, hier sind nur Deko anscheinend. Ja. Kannst du noch Samen stacken? Ja, lass mal generell vielleicht gucken, was wir stacken können. Machst du auch immer alles rein und alles, was geht, so. Ja, hab überall Umschalt gedrückt. Ja. Aber hier, Zombiefleisch noch. Hast du Brote? Und dann gib mir auch noch Brote. Das ist mein Essensmittel gerade. Ja. Okay, dann nehme ich die Strings. Die Fackel meine ich auch gemeinsam drin, egal. Ich habe 47, wenn du auch genug hast, passt da. Ja, ich habe 3 Fackeln noch übrig. So. Warte, okay, soll ich wieder gehen? Nee, ich habe 64 und 3. Ah. Deswegen. Mal, wie viel Platz wir jetzt wieder haben. Ich mag, ich finde diese Steps irgendwie lustig, so, du hörst die ganze Zeit, wenn jemand da so hinläuft. Hm. Ist hier unten jetzt noch wer gespawnt? Hoffentlich. Ja. Gut. Ja, cool. Das ist auch das Ende der Folge, würde ich sagen. War ganz nett. So. Danke fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's hier weiter. Die Musik immer noch voll abgeht und nichts passiert, aber ja, nächstes Mal geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.